grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Ende dieser Woche und zum Ende dieses Monats. Ich habe das Thema heute mal überschrieben: Leben anstatt frommer Religiosität. Nun, ich möchte Folgendes lesen aus dem Markus-Evangelium 2, Kapitel 2, Vers 27. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Nun, die Pharisäer pikieren sich, sind aufgeregt, aufgebracht. Jesus tut Wunder. Er am Sabbat, das geht ja nun gar nicht. Man hatte so seine Vorstellung gehabt und die Pharisäer, Jesus macht es deutlich, sie haben letztendlich irgendwo in ihrem Leben eine falsche Abbiegung genommen, nämlich, dass sie letztendlich nicht mehr aus dem Herzen, aus der Liebe zu Gott heraus handelten, sondern letztendlich aus einem Gehorsam vielleicht am Anfang, wo man sagen kann, naja, kann man vielleicht so stehen lassen, aber dann nicht nur ein Gehorsam, sondern wurde es zur Pflicht und dann am Ende haben sie gar nicht mehr überhaupt darüber nachgedacht, was und wie Gott ist und was er damit will, sondern es ging nur noch um das Regelwerk, um die Frömmigkeit, um die Religiosität und dann wurde es immer strenger, immer mehr, letztendlich, was sie aufladen und luden, auf ihr Leben und auch auf das andere, sodass sie selber es gar nicht mehr so leben konnten, noch nicht einmal wollten, aber sie taten dann so, als ob sie es machen. Und Jesus hat sich natürlich darüber recht aufgeregt, weil er macht hier etwas deutlich. Warum gibt es denn das Gebot des Sabbats, dass er geheiligt ist, dieser Tag? Geht es wirklich Gott darum, dass wir innehalten und ruhig sind und ganz andächtig in der Fokussierung auf ihn, das mag ja alles gut und richtig sein, aber geht es Gott wirklich darum, braucht er diesen Tag, dass der Mensch zur Ruhe kommt und möglichst nichts tut? Nein, Jesus macht deutlich, eigentlich hat Gott vielmehr den Menschen da im Blick, dass Gott sagt, ruh du mal aus. Ich merke und weiß, wenn du 6 Tage arbeitest, dann solltest du den 7. Tag ruhen. Nicht Gott brauchte den 7. Tag zur Ausruhenzeit. Nein, er gibt uns ein Vorbild und er zeigt uns sein Wesen. Er zeigt uns, so bin ich. Ich möchte gern, dass ihr in dieser Wahrheit und in dieser Liebe und dieser Gnade und in diesem Leben lebt, was ich euch zugedacht habe. Und darin dienen uns auch die Gebote und das, was Gott uns eben zeigt in seinem Willen. Denn mit seinen Geboten möchte Gott uns nicht beschränken in diesem Sinn, dass er sagt, ich gönne euch nichts und will das alles wegnehmen. Nein, er zeigt aber als der Schöpfer und der Ursprung von Leben, an dem kein Falsch, keine Sünde, nichts Schwarzes, Dunkles oder Betrügerisches ist. Er zeigt uns, wie das Leben wirklich ein Gewinn ist, wie das Leben lebenswert ist und wie letztendlich er selber ist. In seiner Heiligkeit, Schönheit und Reinheit. Und so sind all die Dinge, die er sagt, dass wir nicht stehlen sollen, nicht lügen sollen, nicht betrügen sollen, all diese Dinge nicht töten sollen, dass wir merken, wow, das sind eigentlich Dinge, die jedem Menschen insofern einleuchten, dass wir merken, wenn das funktioniert, ja, dann ist das eigentlich sehr, sehr lebenswert. Weil dann muss ich nicht mehr Angst haben, dass die anderen mich betrügen. Dann muss ich nicht mehr mich selber verstellen. Dann muss ich nicht mehr Sorge tragen. Dann brauche ich nicht mehr schlecht denken und all diese Dinge. Und wir sehen, wie sehr Gott eigentlich den Menschen segnen möchte. Wie sehr er deutlich macht, schaut mal, so bin ich. Und das lege ich hinein. Aber diesen Maßstab, den schaffen wir Menschen nicht. Wir kriegen es nicht hin. Deswegen haben wir uns gestern ja betrachtet, wir brauchen Jesus, der uns die Sünden vergibt und uns einen Neuanfang schenkt und auch mit uns in diesen Neuanfang hineingeht, der uns verwandelt. In was? In sein Bild. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, sagt hier Jesus. Also die Pharisäer in ihrem Hochmut, sie ärgern sich. Oh, der heilt am Sabbat. Das geht uns total gegen den Strich. Aber Jesus macht deutlich, aber schaut mal, so ist Gott. Er hat das Gute im Fokus. Er möchte den Menschen segnen, heilen, wiederherstellen. So möchte ich uns immer wieder ermutigen, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, auch anhand des Wortes Gottes, wo vielleicht in unserem Leben so falsche Frömmigkeiten sind. Dinge, wo wir in eine Starrheit kommen und sagen, ja, so muss es sein und so war es schon immer. Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, die Bibel zu lesen. Das ist nicht Frömmigkeit. Aber wenn es zu einer Last und Pflicht wird,
dann stimmt etwas nicht aus der Beziehung heraus. Ich wünsche mir so sehr, dass wir in diese Beziehung zu Gott hineinwachsen und dann auch in dieser Freude und Großzügigkeit leben können, in dieser Freiheit zu wissen. Er darf reden in mein Leben und ich möchte nicht ein Regelwerk einhalten, sondern ich möchte in der Beziehung zu ihm gerne die Dinge tun, die ihm gefallen. Und wir sehen an Jesus, was die Dinge sind, die Gott gefallen. So segne euch Gott in dieses Wochenende hinein und wir sehen uns dann am Montag gerne wieder.